Sie gestehen also, dass Sie unter der Führung eines russischen Agenten Ihren befehlshabenden Offizier erschossen haben, richtig? Wenn Sie uns sonst nichts von Interesse zu erzählen haben, ist dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt. Von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gebe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Die Bank stürzte ein. Al-Bashir ist tot, ihre Einheit ist tot, Dima ist vermutlich tot, Kafarov ist tot. 80.000 Franzosen sind ums Leben gekommen. Das alles waren Ihre Zeugen, Sergeant. Und sicher wissen wir nur, dass Sie Ihren Vorgesetzten getötet haben. Rein. Oh Mann. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht. Er ist ein Mörder. Sie haben das Video doch gesehen. Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Himmel, Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch. Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren. Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nahe am Feuer. Aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Solomon benutzt die Bilder. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist doch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden. Am 14. dieses Monats. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solomon wird zuschlagen. Zwei. Warum? Dave, vertraust du mir? Oh ja. Okay. Dann tu, was ich tue. Thank you.
allein, Mann! Wer ist bei Ihnen? Sie sind gut, Soldat! Sogar sehr gut! Und was jetzt? Ich habe keine Angst vor dem Tod! Was ist mit Ihnen? Sonst entkommen Sie! Polizeifunk meldet bewaffnete Männer am Times Square. Die müssen von der PLA suchen. Schnall dich an! Strahlung ist wie das Leben. Ein einziges schädigendes Ereignis.
Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov. Und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich trauere um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist.